Moin, meine herzallerliebsten Freunde, für die das hier total normal ist. Richtig, ich möchte mal in unserer Berufsbranche bleiben, nämlich dem Rettungsdienst und der Krankenbeförderung. Ich meine nämlich die Kollegen, oder diese Ansage gilt den Kollegen, die zum Beispiel seines Zeichens Rettungssanitäter sind, relativ frisch sogar, nöch, ist meistens so, tatsächlich, dann noch in der Freiwilligen Feuerwehr sind, beim THW oder was auch immer, DLRG und was das alles heißt, ja, so, und quasi von der weißen Hose in die blaue Hose springen. Ja, also morgens ein bisschen Krankenwagen fahren, ne, Oma Erna zum Zahnarzt bringen und all so ein Kram. Und abends dann ab zur Freiwilligen Feuerwehr. Soll alles so sein, ne? Es gibt Leute, die brauchen kein Privatleben, sondern möchten nur einen Melder haben, der piept, ne? Ist okay, ist in Ordnung. Ich meine, ist ja auch toll, dass man solche Leute hat, die sind dann wenigstens da, um zu helfen. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine, die Kameraden in der Hinsicht, die denn ihren privaten PKW zum Beispiel so ausgestattet haben, dass jeder NRW dagegen ein Dreck ist. Ja, ganz genau. Die nämlich hinten im Kofferraum ihren eigenen Rettungsrucksack haben, eine Absaugeinheit, ja, ein Defi, eine Beatmungsplatte, Medikamente und IV-Zugänge und was nicht alles. Ja, also die könnten mit ihrem Fahrzeug tatsächlich in den Krieg ziehen, ja, und könnten 25.000 Leuten dort einen Zugang legen. Ja, ganz genau. Die Ansage richtet sich jetzt mal an euch. Ich habe während meiner Ausbildung mal einen ganz tollen Spruch gehört, ja, von meinem Ausbilder. Der hat nämlich gesagt, was ist ein Maurer ohne eine Kelle? Ja. Und was ist ein Rettungsassistent ohne seinen Rettungswagen? Meine Fresse normal, findet ihr das normal oder was? Klar, ein Stauband, ein Beatmungsbeutel oder sowas mal hinten drin haben. Vielleicht auch einen IV-Zugang mit dem Stopfen. Das ist vielleicht noch in Ordnung. Ja? Wenn ich als Ersthelfer irgendwo ankomme, dann ist egal. Kann ja Notarzt sein. Ja, ohne meinen Rettungswagen, ohne mein Einsatzmittel bin ich nix. Da bin ich nur Ersthelfer, wie jeder andere auch. So, vielleicht kann ich maximal eine tolle Übergabe an die Kollegen machen nachher, die eintreffen. Und sagen, hier, der Patient hat dies und das und so. Oder der Betroffene ist ja kein Patient von mir. Bin ja nicht beruflich tätig, bin ja privat unterwegs. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine diese Helden, ja, das habe ich nämlich selber schon erlebt. Ich habe nämlich selber schon mit solchen Kameraden zusammengearbeitet. Die haben in ihrem Kofferraum irgendwelche Voll-Elektrolyt-Infusionslösung drin gehabt. Bei minus 5 Grad im Winter. So, und die sind auf Einsatz zugefahren und haben den Patienten da Zugang gelegt. Ich bin nämlich mit dem Rettungswagen gekommen, weil der nämlich uns nachgefordert hat, der Kollege damals. Der war nämlich in Zivil unterwegs. Der hat den Patienten fast umgebracht, weil er ihm eine arschkalte Infusion hat reinlaufen lassen. Im Schuss! Meine Fresse nochmal! Wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann lasst die Scheiße sein! Echt, ihr seid nicht umsonst nur auf dem Krankenwagen. Ich will euch nicht denunzieren. Aber ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht, die war mittlerweile mit allen Fortbildungen, die hinten dran hängen, fast 5 Jahre. Ja, und die machen 3 Monate Lehrgang und ziehen dann mit ihren Autos in Krieg. Wir haben sogar einen Kollegen gehabt, der ist mit Absicht seine Straße rauf und runter gefahren mit dem Auto, in der Hoffnung, dass da einer mit dem Fahrrad aufs Maul fällt, damit er da nämlich sein Dings da hinten rausholen kann. Der hat ein Lifepack mit Ladeeinheit hinten im Kofferraum gehabt. Da musste der sich extra eine Endstufe ins Auto einbauen, ja, damit das Ding mit Strom versorgt wird da. Alter Schwede, ihr habt doch echt einen an der Marmel. Echt, das soll eine Kacke sein. Der drückt die Schulbank oder sowas. Oder maximal leistet ein bisschen Erste Hilfe. Und ruft die Jungs und Mädels, die auch Ahnung davon haben. Echt, ihr bringt da fast die Patienten sogar um. Oder die Betroffenen. Findet ihr das geil oder was? Und dann, oh, ich bin im Rettungsdienst. Ich bin ein richtig geiler Typ. Lass so eine Scheiße sein, Mann. Da kriegst du einen Blutdruck, da. Dem Kollegen habe ich auch eine richtige Ansage da am Einsatzort gemacht. Der hat mir vielleicht angeguckt, ja, warum kriegst du den jetzt so auf? Ich sag mal, du den Patienten fast tot gemacht hast da. Schon mal aus der Kardiogen-Schock gehört oder sowas? Nö, ne? Der liegt ja nicht umsonst da rum. In der heißen Kälte. Und dann so bei minus 5 Grad da eine Infusion reinlaufen lassen. Sag mal, hast du irgendwie was geraucht oder was? Meine Fresse nochmal. Lasst die Scheiße sein da. Und kümmert euch um die Sachen, die wichtig sind. Nämlich um die Nachforderungen der Einsatzkräfte. Vielleicht mal Absicht an der Unfallstelle. Hier fangt leer zu spucken hier doch. Mit Warndreieck oder sowas. Bevor ihr da anfangt, irgendwelche Zugänge überall reinzulegen. Der eine wollte sogar mal Zugang hier oben. Ja, in den Hals reinlegen. Alter Schwede doch. In den Hals. Oh Mann doch, ey. Da krieg ich wirklich so einen Blutdruck doch. Lasst das sein. Und macht euren Job vernünftig da.
Und zwar nur dann, wenn ihr eure Arbeitsklamotte anhabt. Mein Gott nochmal, du. Seh doch keine Sau im Kopf mehr aus, du. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!